Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, meine Stimme ist heute wieder etwas dünn, aber das schwankt von mir wirklich von Tag zu Tag. Ich habe heute endlich meine Beauty Bay Bestellung bekommen. Und zwar, es gab bei Beauty Bay eigentlich eine ganz coole Aktion, wenn man da zu einem etwas größeren Preis eingekauft hat, hat man eine Goodie Bag und zwar diese wunderschöne dazu bekommen. Mit teilweise Samplegrößen, Mini-Größen und auch Originalgrößen. Und ich habe wunderschöne Geschenke mir aussuchen dürfen, weil mein Freund, der weiß immer nicht, was man irgendwie zu Weihnachten schenken soll oder so. Was soll man mir schon schenken, weil ich halt das ganze Jahr auch immer selber auf die Pirsch gehe und so. Und ich habe hier unnormal schöne Produkte da zusammengesucht. Und auch noch ein paar andere kleine Hauls mit reingepackt. Und wenn du ganz, ganz neu auf meinem Kanal bist, dann abonnieren doch ganz gerne. Ich habe eigentlich alles Mögliche in meiner Range an Hauls. Und vor allen Dingen, ich liebe es, Make-up-Tutorials für euch abzudrehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Material mich weiterhin dazu beflügeln wird, noch mehr tolle Looks für euch zu zaubern. Und wenn ihr ganz, ganz arg neugierig seid, dann könnt ihr, nachdem ihr mich abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, sehr, sehr gerne dranbleiben und wir schauen, was da drin ist. Also, erstens mal vielen, vielen Dank an meinen Schatz. Ich habe mir diese Paletten aussuchen dürfen, weil mein Freund ist eher so einer sehr praktischer. Er ist keiner, der zum Beispiel in den Laden geht und einfach mir etwas kauft, weil er jetzt eigentlich sehr, sehr unsicher ist, ob ich zum Beispiel mir schon bei Douglas was bestellt habe oder so. Das fällt ihm immer relativ schwer. Und deswegen hat er gesagt, du hast du irgendwas, was du in deinem Zimmerchen noch nicht hast. Und es fiel ihm echt schwer, irgendwie, sag ich mal, Sachen auszusuchen, selbstständig. Wir waren zusammen auf Beauty Bay und hat er gesagt, du bestellst einfach und dann guck ich, wenn du es hast. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Das erste, was ich halt euch zeigen möchte, ist die Goodie Bag. Und zwar, die Goodie Bag hat man bekommen, wenn man für mindestens 120 Pfund eingekauft hat. Ich habe etwas über 140 Euro, glaube ich. Das sind ungefähr 140 Euro. Habe ich praktisch ganz genau 123 Pfund oder so eingekauft. Und da gab es die dazu. Und ich stelle mal kurz den Karton auf zur Seite. Und zwar ist es eine wunderschöne Samttasche. Ich finde diese Aktion immer ganz cool, weil wenn man so, also wisst ihr, diese Paletten sind jetzt an sich nicht teuer, aber die Menge macht es halt meistens. Also die Samttasche ist ganz arg toll. Die besteht aus zwei Fächern und ich zeige euch mal, was da jetzt drin ist. Ich muss aber sagen, ich hatte da mal ganz kurz reingeguckt. Ich kannte viele der Marken noch gar nicht. Also diese Tasche soll ungefähr einen Wert von knapp 140 Euro haben. Das kann ich euch allerdings gar nicht bestätigen, weil ich die Sachen nicht kenne. Da haben wir einen, ich weiß nicht, das müsste eigentlich ein Highlighter sein. Und zwar von der Marke Doll Light Mini Doll. Und zwar in einem sehr hellen Ton. Er ist sehr, sehr hübsch. Er lässt sich auf jeden Fall super verteilen. Ich denke, dass er mir einen ganzen Ticken zu hell sein wird. Aber ich habe bestimmt Freunde in meinem Freundeskreis, die den sicherlich verwenden können. Dann habe ich von Sigma einen Shader Lit Travel Brush. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine Travel Size, was ich damit meinte. Das ist eine Lid Brush, die sehr schmal ist und auch in einer kleinen Größe. Die werde ich auf jeden Fall bestimmt verwenden können, um praktisch meine Lower Lash Line immer mit zu bestücken. Dann haben wir eine Guess What You'll Be Naked in a Minute. Das ist eine Exfoliator for Smooth Glowing Skin und ich glaube, die zeigen mir hier meinen Hintern. Nein, ich schmiere das nicht auf den Hintern. Ein Exfoliator ist eigentlich meistens so ein, das fühlt sich eher an wie so eine Tuchmaske oder so, einfach eine Art Scrub, wo ihr praktisch so abgestorbene Haut abtragen könnt. Aber ich werde das auf jeden Fall probieren, weil ich auch curious bin, was da drin ist. Also da steht gar nicht. Only tested on babies? Okay, deswegen der Hintern. dann habe ich ein Sasha Juan aus Stockholm Ocean Mist Volume Shampoo. Ich denke, das ist sogar vielleicht eine Full Size. Das sind nämlich knapp 100 Milliliter.
möglich. Wow, das riecht voll gut. Das ist so ein geliges Zeug. Was halt sehr cool ist bei der Goodie Bag ist, ich habe die Sachen ja noch nie gesehen oder so. Deswegen ist das wahrscheinlich total cool für mich, weil ich die Sachen mal testen kann. Das ist einfach so ein Ocean Smelling Like Produkt, ja. Dann habe ich hier noch einen Beauty Blender Reiniger. Das finde ich auch cool. Also den Beauty Blender, also ich habe ja keine Beauty Blender Original, aber ich habe die gefälscht. Ich bin mal gespannt, ob der besser ist, weil ich habe gehört, der soll nicht so toll sein, ja. Dann habe ich einen von Dr. Lip, ein Original Nipple Balm. Ich hoffe, das ist doch nicht für die Nippel, das ist doch fürs Gesicht, oder? Das ist ein Lippenbalsam in einer Testergröße. Mal sehen, wie der ist. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch, cool, einen Liquid Eyeliner Black von Ico London. Ico London. Und zwar habe ich da gestern erst was davon gehört. Der ist richtig schwarz. Ich werde den definitiv testen, weil ich liebe immer, also Eyeliner-Pens finde ich immer ganz arg schwierig, weil oft die Formulierung nicht so ganz so stimmt, dass es praktisch irgendwie gut aussieht. Glow Inner Beauty Powder, das ist ein Puder in einer Packung. Das wird bestimmt eine fette Schweinerei geben. Und CC Complete Cream. CC Creams benutze ich jetzt nicht so wirklich. Und dann habe ich noch eine von Pure Cosmetics. Ein Fully Charged, sag ich mal, Mascara in einer Mini-Größe. Die werde ich auf jeden Fall auch testen. Das ist ja cool. Das ist ein Ofra Long Lasting Lipstick in der Farbe Bel Air. Und zwar, ich kenne von Ofra gar nichts. Ich habe von Ofra nichts. Riecht sehr, sehr lecker. So leicht Vanille-Kaffee-mäßig. Ist ein peachiges Nude, wird direkt eingesackt und ist auch, ich denke, so eine Mini-Größe. Dann haben wir einen Under Makeup Primer von Laura Geller. Das finde ich immer cool, einen neuen Primer zu testen. Das ist von der Konsistenz her einer, der mich sehr stark an den, den habe ich jetzt mal hier. Also er ist nicht so tacky, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch ein Facial Spray with Aloe Vera, Cucumber, also Gurke und Green Tea. Mal riechen. Das riecht 1:1 wie das Fix Plus von MAC. Also ich denke, das ist so Dupe-mäßig. Das werde ich auf jeden Fall testen, weil wenn das ein bisschen billiger ist wie das Fix Plus, go! Jetzt haben wir noch die andere Seite. Wow, cool. Living Proof Style Lab Instant Multiple. Ah, das gehört in trockenes Haar. Das können wir direkt mal austesten. Das ist eine Art Sprühconditioner, ja. Das ist ein Sprühconditioner, der, wie ihr seht, auf jeden Fall funktioniert. Ich habe leicht handtuchtrockenes Haar. Das ist praktisch so ein volumengebendes Produkt. Das ist richtig geil, Leute. Ich habe keine einzige Morphe Brush, aber habe schon so tolle Sachen, die ist total weich. Die da werde ich definitiv als Highlighter-Pinsel benutzen, weil bei Highlighter-Pinsel, muss ich sagen, bin ich sehr picky, weil manchmal halt die, ich benutze ja eigentlich eher so sehr schmale Brushes und auch irgendwelche, die nicht so viel Geld kosten, aber ich muss sagen, der manchmal ist da wirklich der auf, also praktisch das so ein bisschen ungleichmäßig. Aber jetzt habe ich die letzten zwei Sachen, die mich unnormal freuen. Ich bin echt gespannt, wie die sind. Und zwar sind es von Unicorn Lashes sehr, sehr, sehr schöne Wimpern mit einem recht dicken Band. Ich hoffe, dass ich mit denen zurechtkomme. Ich gucke jetzt mal, ob da drinnen auch so ein Bepper, ein Kleber mit gleich mit drin ist. Schaut mal, der Style, das ist genau meins. Das ist, ich finde halt Lashes sehr schön, wenn sie sehr, sehr natürlich aussehen, weil ich trage die nicht allzu oft. Das kommt immer auf
umso größer natürlich das Make-up ist, umso mehr versuche ich natürlich auch Lashes aufzusetzen. Aber ich muss sagen, ich habe immer so Angst um meine eigenen Stummel, weil momentan, also mit der Colossal Shot Mascara, also das ist die, die ich jetzt gerade benutze, kriege ich sie schon human lang, muss ich sagen. Und die finde ich unnormal schön. Und das letzte in meiner Tasche, und dann ist sie eigentlich auch schon leer, ist ein Make-up-Gib Single Lidschatten. Und zwar in einem Peach-Ton. Und zwar ist das dieser hier. Der ist sehr cool als Transition Shade, muss ich sagen. Und den kann man auch richtig gut sehen. Ich hoffe, dass der in einer meiner Colourpop-Dinger reinpasst. Mal sehen. Also, das war jetzt die Goodie Bag. Folgen wir nun zum besten Teil, zum Part 2, zu meiner Paletten-Einkauf. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt mal einen Bonbon in den Mund gesteckt, weil meine Stimme. Also, ich muss sagen, mir geht es jetzt schon wieder besser. Ich habe das Video jetzt aktuell auch am 7. Dezember gedreht und auch direkt für euch hochgeladen. Aber ich muss sagen, meine Stimme ist doch recht dünn, immer noch, ja. Es ist, deswegen habe ich hier auch eine Flasche Wasser stehen, damit ich meine Stimme bloß nicht verliere. Beauty Bay hat diesmal halt ein bisschen, ich habe größere Sachen bestellt. Und noch eins vorweg. Ich zeige euch die Sachen nicht, um euch irgendwie eifersüchtig zu machen, euch zu zeigen, boah, schaut mal, was ich habe oder so. Das überhaupt nicht. Das könnt ihr mir glauben. Jeder, der meinen Kanal jetzt neu sieht, könnte auf die Idee kommen, das ist jemand, oh, die kauft den ganzen Tag ein, die schafft nichts und ja, also sie hat nichts zum Scheißen. Das ist überhaupt nicht so, Leute. Ich arbeite 120% in einer Heimbeatmungsfirma und habe einen Nebenjob. Leiste meinen Tieren und meinem Mann alles, was wir fürs Leben brauchen. Und es ist einfach mein Leben und meine Leidenschaft, Make-up zu swatchen, zu kaufen. Und ich habe hier auf YouTube so viele Gleichgesinnte gefunden, die jeden Tag, wo ich mich hier krank hinsetze oder gesund für euch Videos drehe, jeden Tag mich so dankbar stimmen, wirklich. Dass ich einfach Menschen gefunden habe, die das verstehen können. Weil vieles ist so, ich habe mich eigentlich wirklich hier in YouTube auf die Reise begeben, weil ich Menschen finden wollte, die natürlich auch meine Videos sehen. Aber Leute, ich verdiene einen sehr guten Lohn. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich in meinem Leben glücklich machen wird, wird die Gründung unserer Familie sein, meine Hochzeit, einfach die Gesundheit, die wir immer haben und es wird immer ein großer Teil von mir sein, der immer danach gelüstet, neues Make-up zu kaufen. Deswegen versteht das absolut richtig, dass wenn ich euch das zeige, ich möchte euch an meiner Freude teilhaben lassen. Ich möchte euch nicht ärgern. Ich möchte euch einfach zeigen, was kann man vor allen Dingen auch zu Weihnachten kaufen. Das ist auch eines der ersten Videos, die ich euch für euch abdrehe, wo ich euch speziell auch Sachen zeige, die um die 40 Euro kosten und weniger, wo ich auf denen die Preise schreibe ich unten rein. Dieses Paket, was ich jetzt bekommen habe, dieses kleine schöne Samttäschle, das ist praktisch nur so ein Goodie, weil ich halt dementsprechend eingekauft habe. Wie gesagt, ich habe schon geschaut, dass ich dann die 120 Pfund erreiche. Ich hatte mir diesen Monat 150 Euro zurechtgelegt und und mein Freund hatte gesagt, ich darf mir das kaufen und mich hat er damit sehr glücklich gemacht und ich möchte euch einfach nur dran teilhaben lassen. Also nur das als Disclaimer, dass niemand sich irgendwie, oh, die gibt so an und so. Ich gebe überhaupt nicht an. Jeder von euch, der sich da draußen den Arsch aufreißt, Geld zusammenkratzt, um eure Familie zu ernähren, um eure Miete zu bezahlen, der hat auch fucking nochmal das Recht, sich etwas zu gönnen. Und das muss sein. Gönnt euch, würde jetzt Alina sagen, Sachen, die euch Freude bereiten. Kauft euch meinetwegen ein Riesenauto. Wir haben auch ein großes Auto gekauft, weil mein Mann sich das so gewünscht hatte. Und gleichermaßen habe ich gar nicht so das, sage ich mal, ich kann mich da nicht so exciting für ein großes Auto. Ich selber fahre einen Renault Twingo, Leute, vom Baujahr 2008. Ein kleines weißes mit drei Beulen versehtes kleines Ding. Und ich liebe mein Auto. Ich lege da gar keinen Wert drauf. Aber auf was ich sehr viel Wert lege, ist Make-up, Aussehen und Variety in meinem Schminkzimmer. Und ich wollte das euch einfach nur mal gesagt haben, weil ich finde, gönnt euch,
Gönnt euch verdammt nochmal etwas, was euch Spaß macht. Wenn ihr auf Handys steht, gönnt euch meinetwegen alle 2 Monate ein neues Handy. Wenn ihr darauf steht, wegzugehen mit Freunden, trinken, saufen, essen gehen, auch essen gehen ist teuer, dann tut das. Aber haltet euch nicht immer nur zurück, weil ihr sparen wollt oder so. Weil irgendwann, Leute, ist euer Leben vorbei. Ihr habt nicht gelebt und ihr habt nicht die Weltreise gemacht, die ihr wolltet. Das ist ein ganz, ganz großer Aufruf, nicht nur an eure Vernunft, die auch mal fallen zu lassen, sondern auch einfach euren Bedürfnissen nachzugehen. Bedürfnisse und denen nachzugehen ist eine Desire, die ein Mensch absolut erfüllen muss. Und deswegen tue ich einfach euch an meiner Freude teilhaben lassen. Leute, ich habe so lange mir Paletten von Juvia's Place gewünscht. Ich habe bei diversen YouTubern, gerade bei Niki Tutorials, das ist ja eines der größten und besten Make-up-Tutorial-Makers. Die hat, glaube ich, über 8 Millionen Abonnenten. Völlig verdient und das Mädchen hätte doppelt so viel verdient. Sie ist so fucking talentiert, sie ist so wunderschön, ist auch ein sehr dickes Mädchen, also eine sehr pummelige Person, die unfassbar viel aus sich machen kann. Und das ist für mich absolut ein Vorbild, weil Gewicht hatte in dieser Welt jetzt einfach eine viel, viel größere Rolle eingenommen, wie es eigentlich sein dürfte. Also ich muss sagen, ich wiege auch nahezu 100 Kilo, Leute. Man möge es nicht glauben. Aber ich muss euch sagen, das hat mich noch nie davon abgehalten, glücklich zu sein, gesund zu sein und vor allen Dingen auch normal zu essen. Also für jeden, der da draußen, der irgendwie ein bisschen Struggle mit sich hat, lernt einfach damit, euch echt gerne zu haben. Weil glaubt mir, wenn ihr es nicht tut, tut es fast echt kein anderer. Und das ist eine echt, echt sehr wichtige Sache, die ich immer euch sagen würde. Ich habe mir 3 Paletten von dieser tollen Marke gekauft. Und zwar, ich werde dieses Bubble-Papier behalten für meine Verlosungen, die übrigens stattfinden werden diesen Monat. Ich habe die 300 Abonnenten geknackt. Oh mein Gott! Ich habe damit nie gerechnet. Ich habe eigentlich damals nur spaßhalber gemacht. Oh ja, so 100 Abonnenten wären schon toll. Ich bin jetzt gerade auch am Vorbereiten. Ich musste einige Sachen kaufen, einpacken und dann euch natürlich präsentieren. Das will ich natürlich nicht vergessen. Und zwar werde ich dann da separat ein Video, ich denke nächste Woche Freitag, genau nächste Woche müsste ich es hinkriegen, möchte ich euch gerne ein separates Video darüber abdrehen. Und ich will jetzt auch gucken, dass die 300 Abonnenten auch stabil bleiben. Ich hoffe nicht, dass da zu viele gehen. Bitte, bitte deabonniert nicht meinen Kanal. Das ist so gemein. Ich schaue wirklich jeden Tag rein und hatte zum Beispiel mal 311, dann haben wieder 2 deabonniert. Ich weiß nicht, was das soll, Leute. Bleibt doch einfach da. Auch wenn euch der jetzige Content vielleicht nicht gefällt. Vielleicht gefällt euch der nächste und gebt einfach einem die Chance, das zu verbessern. Und vor allen Dingen schreibt doch dann einfach in die Kommentare rein, was ihr euch wünscht. Und zwar ist das die erste Palette. Ich werde definitiv, Leute, diese Palette irgendwo horten und lagern. Das ist mir so besonders. Ich habe so viel gearbeitet die letzten Monate und wirklich diese Palette sowas von verdient. Und zwar ist das diese Heron 2 Palette bei Juvia's Place. Ich habe gehört, dass diese Dame, der diese Firma gehört, eine dunkelhäutige Dame ist, die speziell auch für diese Complexion auch ganz tolle Lidschatten, die sehr stark pigmentiert sind, enorm stark pigmentiert sind, damit einfach diese Damen sich auch damit schminken können, was ich immer so geil finde. Ich finde, da sollte man viel mehr drauf achten, auch zum Beispiel in der Drogerie. Ich könnte mich zu Tode aufregen. Selbst ich mit meiner normalen, sehr gelbstickigen, untertonigen Haut habe schon so irre Probleme. Zum Beispiel Foundation-Farben zu finden. Das wäre mein erstes Schätzle. Also, ich finde diese Frauen, die da drauf sind, einfach so schön. Und dieser Name, und das ist ein ganz arg dickes Carport. Also, ich will jetzt nicht lügen, aber diese Palette kostet knapp 26 €. Und das ist auch mein erstes Weihnachtsgeschenk, was ich für euch Make-up-Junkies da draußen euch empfehlen würde. Und zwar aufpassen. Sprachlos. Das da werde ich wegtun, weil die mag ich nicht, weil die fliegen eh immer raus. Also sie ist angeordnet wie so eine Kylie Jenner Palette. Also ich sage das immer so. Schaut euch bitte mal diese Farben an.
Und zwar, ich habe mir meinen Swatch-Arm zum bereitgelegt und damit ich meine Swatches immer abnippeln kann. Und zwar, ich bin so aufgeregt. Es ist halt, für mich ist heute ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, weil ich dieses Jahr unbedingt Juvia's Paletten haben wollte. Ich werde euch jetzt swatchen. Diesen und diesen. Aufpassen. Juvia's Place ist absolut dafür bekannt, krass pigmentiert zu sein. Und das werden wir jetzt testen. Kipp. Can you see? Can you see that? Leute, ich habe noch nie ein so krasses Türkis gesehen. Ich bin gerade echt. Also, und dann, das ist die Farbe Berber. Berber, wie ein Berberaffe oder so. Und dann habe ich ein etwas gröberes daneben. Also, das daneben seht ihr, ist etwas gröber. Leute, das wird so geile Tutorials regnen, das schwöre ich euch. Wenn ihr euch Tutorials zu den einzelnen wünscht, schreibt mir gerne, gerne rein. Kommuniziert mit mir und sprecht mit mir, damit ich das weiß. Und das wäre die Farbe Nomad. Und das ist eine richtig krasse, sehr, sehr seltene Farbe. Und zwar ist es ein fluoreszierendes Mintgrün. Ich bin so verliebt, Leute. So verliebt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Herzklopfe ich bekomme, wenn ich sowas sehe. Es ist unnormal schön. Da unten sind auch matte Töne. Die werde ich euch auch gerne swatchen. Und zwar nehme ich natürlich das Rot. Ey, Crank. Leute, merkt euch eine Regel. Die Qualität an Lidschatten merkt ihr nur daran, wie geil die sich matt swatchen lassen. So Glitter zu machen, ist kein Problem. Aber kann ich noch irgendeinen Kommentar von euch verstehen, der sagt, das sieht scheiße aus? No. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, ich weiß aber definitiv, dass diese Palette, also ich danke auch meinem Freund von ganzem Herzen, dass er mir solche schönen Geschenke macht. Vor allen Dingen auch irgendwo mit mir darüber spricht. Ich finde es immer ganz arg wichtig, dass Boyfriend mit einem spricht, was man sich schenkt, weil irgendwie die Sachen können manchmal so in die Hose gehen, das ist ganz übel. Es geht weiter. Ich habe auch noch eine geile Morphe-Palette, die kommt aber später. Dann habe ich etwas Cooles gefunden, was ich aber erst im Nachhinein kapiert habe. Und zwar, jetzt muss ich gleich gucken, wo er ist. Ihr kennt doch meinen Schwamm, den ich da benutzt habe. Diesen schneemannförmigen, ja. Und ich habe jetzt einen anderen gefunden. Und zwar habe ich bei der lieben Tati von dem Beauty-Guru überhaupt aus Amerika gesehen, dass sie den unnormal geil findet, diesen Morphe-Sponge. Ihr seht ja, wie klein der ist, der bläst sich aber mindestens so auf. Der hat mal eben die geilste Form. Leute, der hat mich gekostet, ich glaube, 8,99 €. Also die Seite, ich habe bei Beauty Bay bestellt, die kommt aus den UKs, die könnt ihr auch absolut so benutzen, ohne dass ihr irgendwie Zoll zahlen müsst oder so. Das geht komplett so. Ihr müsst halt ein PayPal-Konto haben, dann buchen die von euch ab. Die haben auch tolle Aktionen. Nächstes Jahr werde ich definitiv Hardcore Black Friday shoppen, weil die hatten so krasse Angebote und ich konnte bei keinem der Angebote irgendwie mitmachen. Das hat so angekotzt, weil mein scheiß PayPal-Konto irgendwie Probleme gemacht hat und ich gar nicht so schnell hätte Guthaben draufzahlen müssen. Die haben da immer so Sicherheitsbestimmungen, da muss man Geld einzahlen und dann muss man es wieder zurück. Da muss man warten, bis es eingebucht ist und das hätte mich absolut niemals bis Black Friday gereicht. Und zwar diese Morphe-Sponge, ich werde die definitiv in einem Tutorial testen, Leute, und werde euch ja natürlich Rückmeldung darüber geben. Aber ich freue mich, dass ich praktisch zwar den Dupe dazu gefunden habe, aber einfach in einer normalen Reihe diese Form wiedergefunden habe. Und jetzt kommen wir zu der monströsen, ich glaube, das ist diese Masquerade-Palette. Und ich zeige euch gleich mal, wie groß die ist. Diese Palette kostet um die 40 € und die kostet ja knapp 15 € weniger. Hallo? Auch diese Palette, eine wunderschöne Kunstfigur vorne drauf. Es ist so toll. Ich liebe es, solche Sachen auszupacken. Es ist einfach unnormal. Da könnte ich den ganzen Tag so rumlaufen. Und zwar ist das eine
extrem große Palette. Also die ist wirklich kopfgroß. Und ich muss sagen, das ist meine zweite praktisch Palette. Ich habe eins, zwei, drei, vier Paletten, die ich euch praktisch vorstelle, gerade als Weihnachtsgeschenkanregung. Und zwar kommt hier mir auch ein Cheat entgegen, das ich wegnehmen werde. Das ist absolut. Diese Palette habe ich gesehen bei Jessys Beauty Welt. Ich glaube, die kommt sogar bei mir aus der Nähe, aus Ludwigsburg. Und die hat gesagt, dass diese Palette eines der schönsten Paletten ist, die sie je in ihrer Sammlung gehabt hat. Und also wenn ihr nur ansatzweise Make-up liebt, dann werdet ihr mein Excitement absolut verstehen. Ich werde jetzt vier Farben davon swatchen. Und zwar, das ist Zula. Also Zula ist eine Farbe, die dem, was ich hier geswatcht habe, ähnelt, aber nicht so krass ist. Dann werde ich Dahlia swatchen. Dahlia. Hey Leute, die sind doch krass, oder? Oh mein Gott. Dann werde ich das Grüne swatchen, weil ich liebe Grün, wie ihr wisst. So ein ähnliches Grün habe ich in der Jaclyn Hill Palette, aber in dieser Intensität. Nein. Dann werde ich dieses Bori, das ist nämlich ein mattes Pink mit goldreflektierenden. Hey, geht's eigentlich noch, Leute? Ich weiß gar nicht, wo mein Gedanken gerade hin, weil ich finde die enorm, enorm cool. Und dann werde ich noch eines der blau oder lila. Was denkt ihr? Ich nehme mal das lila. Also, das ist doch eine kranke Scheiße hier. Also, Leute, diese Farben sind so krass. Also, sowas habe ich ja mein Leben noch nicht gesehen. Also, ich habe wirklich einen Haufen. Ihr wisst ganz genau, ich haule sehr gerne. Und ich bin echt viel gewohnt. Aber das schockiert selbst mich. Also mein Gesicht entgleitet mir vollkommen. Also die Farben heißen Chi, Mali, Dali. Und ich finde die Namen auch enorm schön, Leute. Also die lässt sich richtig was einfallen. Der Karton ist auch sehr hochwertig und der kann auch nicht schmutzig werden. Das ist irgendwie beschichtet. Das finde ich sehr, sehr geil. Wenn das mal die von Jaclyn Hill auch wäre, wäre das richtig geil. Das wären die Farben. Chi, Mali, Dahlia, Sula, Makeda, Sobo, Calabar, Bori, Giza, Burkina, Kairo, Ada, Dahir, Zulu, Casablanca und Fulani. Casablanca werde ich euch nochmal swatchen. Und zwar seht ihr diese Farbe. Seht ihr das? Oh mein Gott, das ist der wunderschönste Kupferton. Also, das ist die Masquerade Large. Es gibt diese Palette auch in klein, in diesen. Ich muss sagen, wenn euch die 40 Euro jetzt zu viel sind, reichen, glaube ich, auch diese kleine. Das ist praktisch dieselbe Anordnung, aber eben die kleine. Aber ich konnte es mir aussuchen, ich habe die Größe genommen. Also, die Swatches, finde ich, sprechen sehr für sich. Und ich mache mir schon den anderen Arm fertig, weil definitiv das nicht von dieser Welt ist. Also, ich finde die Verpackung sehr, sehr schön. Und ich finde schon, dass wenn jemand von euch am Make-up Collector ist, dass das definitiv in eure Sammlung rein muss. Ohne Witz, Leute. Und dann, Beauty Bay hat die wunderbar verpackt. Also, das muss ich auch mal echt loben, muss ich sagen. Mega gut verpackt. Richtig, richtig starke Verpackungen. Und überall doppelt sogar eingepackt. Und das ist die Magic Palette von Juvia's. Und Leute, kann mir bitte einer mal sagen, wie hammerhart. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sowas als Tattoo richtig geil aussieht. Also Leute, schaut mal, in welcher Detailverliebtheit diese Gesichter gemalt sind und beziehungsweise designt sind. Ich finde das enorm geil. Also das ist wirklich vom Stil her. Und das ist von der Größe her der Masquerade-Palette genau gleich. Also die müsste gleich groß sein. Ja, genau. Und da habe ich jetzt das Farbspektrum vergessen. Die ist auch so schön. Also Leute, Atempause aufhören. Das ist die Magic-Palette. Und zwar Magic, die hat eine coole Anordnung an, sehr cool. Es kann sein, dass zum Beispiel die eine oder andere Palette euch zu colorvoll ist, ja. Aber in diesen Paletten
gibt es trotzdem, also diese Masquerade-Palette, gibt es leider nicht so viele Transition Shades. Also wenn ihr zum Beispiel lieber von beige nach braun und dann richtig mit Farbe anfangt, dann ist das ein bisschen schwieriger. Die Magic-Palette bietet sich dadurch mehr an. Sie hat nämlich hier das Kesi zum Setten eures Eye-Primers. Dann habt ihr zu Nana, Sakia. Also wenn ihr diese drei benutzt, habt ihr schon eine sehr gute Base. Und das ist die Magic-Palette. Und zwar ist das die Farbe Nubia, Sakia, Osun, Kesi, Subo, Nana, Bronunu, Gogi, Faso, Aya, Fai, Yemoya, Ilfe, Yara, Buso und Yaide. Wunder, wunderschön. Also ich lasse jetzt mal Grün und Türkis weg. Ich nehme jetzt mal diesen limonegrünenden Ton. Leute, ich glaube, ich brauche heute einen Arzt. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hey, hey. Also ich muss, also das ist echt geschickt, das ist übrigens, die Swatches abzumachen. Dann nehmen wir mal Suba. Suba ist da drunter. Ein wunderschönes metallisches Rosa. Dann nehmen wir mal noch Kogi. Das ist ein Orange Matt. Sehr, sehr geil. Die lassen sich wirklich toll swatchen. Und ich bin jetzt ganz neugierig auf dieses Faso. Wow. Dann hätten wir noch das Ilf. Also das ist ein dunkles, dunkles Lila. Ein ultra dunkles Lila. Welche in der Produktion sehr schwer sind, Leute. Ich habe ja jetzt wirklich viele Paletten. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die ich einfach besitze, dass diese Töne unnormal schwer sind herzustellen. Weil es ist halt oft so, dass die sehr chunky sind und ihr wirklich blendet und blendet und blendet und euch halt totblendet. Und immer noch nicht es gut aussieht. Ich hoffe, dass diese sehr gut sind. Aber ich schätze schon. Aber sicher weiß man es nicht. Und dann nehme ich einmal nochmal dieses etwas dunklere Grün. Also, ich finde, jeder, der Pop of Color liebt, also mal all over the lid was liebt, und jeder, der irgendwie Bock auf Farbe hat, der würde auf diese absolut stehen. Also, ich bin total geflasht. Ich hoffe, diese Juvia's Place Paletten gefallen euch ebenso gut wie mir. Aber ich habe sowas, wie gesagt, von der Farbintensität und Schönheit noch nicht gesehen. Und jetzt kommen wir zur Morphe 35O2 So, und jetzt möchte ich Palette. euch mein letztes Schätzchen zeigen. Und zwar ist das eine neu formulierte und auch neues Packaging. Also Morphe war ja früher etwas verschrien, dass sie jetzt nicht so hochwertig eingepackt ist, was ich in dem Falle gar nicht behaupten kann. Also ihr habt so ein richtig weißes Carport. Erst habe ich gedacht, die Palette ist nass geworden, aber das ist einfach so ein richtig cooles Design und auch super krass eingepackt. Das Morphe-Schriftzeichen ist jetzt etwas dicker und grafischer geworden. Und ich habe keine einzige Morphe-Palette, außer die ganz, ganz geile Jaclyn Hill-Palette. Und das ist richtig cool. Ich habe hier jetzt einen Cheat drin mit den Namen. Das werde ich euch allerdings natürlich. Wie gesagt, diese Palette ist für mich mein warm gewordener Traum sozusagen. Ihr wisst, ich stehe auf diese Paletten. Diese Color Range ist voll mein Ding. Ich fand diese aber auch sehr, sehr interessant, weil nicht nur diese Burnt Orange und dieses Rot drin war, sondern auch einige Schimmer und auch viele matte Töne. Und ich muss sagen, durch YouTube hat sich auch nicht nur mein, also mein Kaufverhalten hat sich eigentlich gar nicht verändert, Leute. Ich bin eher schon so, also ich lasse mich gerne anfixen, so ist es nicht natürlich. Ihr seht ja zum Beispiel, ich habe die Juvia's Place Paletten wirklich, nachdem ich sie ewig angeglotzt habe, endlich gekauft. Und ich muss sagen, ich bereue keinen Cent, Leute, keinen Cent, den ich hier reingesteckt habe, weil ich werde möglich, für euch so schöne Looks zu schminken. Und diese Palette, die kostet unter 30 Euro. Die kostet, glaube ich, 26 Euro. Wie gesagt, die ganzen Preise schreibe ich euch alle unten mit den Links zu den jeweiligen Paletten. Da könnt ihr euch auch noch ein bisschen was durchlesen und so. Und das ist eine, ich versuche es so mal nahe zu kriegen. Das ist praktisch ein paar Schimmertöne und dann geht es halt richtig bis ins Helle. Ich finde sie auch sehr intelligent angeordnet. Ihr habt hier zum Setten was, ein Gold. Ich werde jetzt mal ein paar Töne swatchen. Ich habe meinen Arm auch endlich sauber gemacht. Sehr, sehr schöne Pigmentierung.
Und ich habe auch gehört, dass die Jaclyn Hill, weil sie halt mit der Morphe-Palette, mit der Formulierung auch so ein gutes Händchen für hatte, dass sie da auch mitgemacht hatte. Dann habe ich hier noch ein Rot. Das ist dieses hier. Und ich werde noch eins swatchen, was mir echt ins Auge gestochen ist, und zwar dieses Orange. Ich finde, das kommt auch dem, was ich in den Juvia's Place Paletten. Die Töne, sowohl jetzt das Matte wie auch sind sehr weich und sehr gut zum Auftragen, denke ich. Und auch über diese natürlich, lasst ihr mir gerne unten einen Kommentar da, welche ihr gerne ein bisschen näher angeguckt bekommen möchtet. Ich hoffe, solche Haul-Videos machen euch absolut Spaß. Hier ist nichts getürkt oder gefaked. Diese Freude ist pure Freude von mir, weil ich einfach ein absoluter Lidschattenpaletten-Junkie bin eigentlich. Ich schaue natürlich selber YouTube und ich lasse mich auch gerne inspirieren durch Looks und natürlich durch die Möglichkeit, einfach die nachzukaufen, tue ich das. Ich hoffe, ihr lasst diesem Video gerne einen Daumen da, abonniert gerne meinen Kanal und seid gespannt, was ich als Verlosung für euch vorbereiten werde. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich habe euch wahnsinnig gern und lieb.